Willkommen in der Datenbank des Allianz Militärs. Geheime Informationen angefordert. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. Identifikation bestätigt. Willkommen zurück, Commander. Herzlich willkommen zu meinem N7 ultimativen Guide zu Mass Effect. Heute soll sich alles um den Frontkämpfer drehen. Alle Informationen... Ups, was ist denn da passiert? Oh, guck mal, da hat sich gerade einer reingeschlichen. Einige von Ihnen müssten ihn ja noch kennen, gerade die alteingesessenen Frontkämpfer. Das ist Grunt. Grunt ist ein Kroganer und wurde im Verlauf von Mass Effect zu einem der beliebtesten Charaktere und treuesten Frontkämpfer. So Grunt, aber es geht heute nicht um dich. Das kommt später, dann wenn es um Mass Effect 2 geht. Natürlich könnt ihr bei mir die Mass Effect Legendary Edition live in 2K erleben. Also Commander, ich erwarte euch auf dem Schlachtfeld. Frontkämpfer sind spezialisiert auf Biotik und Kampf. Eine der 6 auswählbaren Klassen aus Mass Effect. Ihre biotischen Kräfte konzentrieren sich auf das Kampfpotenzial. Gegner unterdrücken, Panzerung schwächen und sich selbst mit biotischen Barrieren vor Schaden bewahren, sodass sie nah an den Feind herankommen können, um ihr Handwerk nachzugehen. Eines der stärksten Biotiker oder der stärksten Frontkämpfer ist Erdnot Rex. Unabhängig davon hat er immer einen coolen Spruch auf Lager. Frontkämpfer wurden früher auch als die sogenannten Biotikkrieger bezeichnet. Sie verbinden biotische Fähigkeiten und Waffenausbildung, um Gegner schnell auszuschalten und sind besonders tödlich auf kurze Distanzen. Sie können mit Pistole und Schrotflinte trainieren und das Tragen einer mittleren Panzerung erlernen. Solltet ihr Fragen um Mass Effect haben oder ist euch irgendeine Frage eingefallen, dann schreibt es mir in die Kommentare. Eure Meinung ist mir wichtig, eure Fragen sind mir wichtig. Also schön in die Tasten hauen und wir sehen uns auf dem Schlachtfeld, Commander. Die Klasse der Frontkämpfer. Training durch Pistole, Sturmangriffstraining, Werfen, Warpen, Barriere, Schrotflinte, taktische Panzerung und Heben sind ihre Spezialitäten. Die Klasse oder die Klassentalente. Ihr könnt bei den Klassentalenten ganz klar sehen, dass die Verbesserung des biotischen Schutzes um 6% erhöht wird und die Erhöhung des Schadens von Pistole und Schrotflinten. Darüber hinaus, wenn ihr genug Skillpunkte investiert, verbessert der Biotikerschutz um 21% auf Stufe 6 und der Schaden von Pistole und Schrotflinte auf 10%. Darüber hinaus können Frontkämpfer sich spezialisieren zum Sturmpionier und zum Nemesis. Zu beiden habe ich schon Videos gemacht. Wenn euch mein ultimativer N7 Mass Effect Legendary Guide gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen oben da, abonniert meinen Kanal, macht rechts die Glocke an, um nichts mehr zu verpassen. Und bis dahin sage ich, bleibt gesund und Semper Fi.